Herzlich willkommen, Freunde, hier zu diesem neuen FIFA 18 Video und heute gehen wir direkt auch schon rein in die Web-App, in die FIFA 18 Ultimate Team Web-App. Ich bin sowas von gehypt. Hier kann man sich am Anfang direkt mal so ein Starter-Set wählen und ich lese euch das Ganze mal vor. Wähle die Nation, die im Mittelpunkt deines ersten FIFA Ultimate Team in Teams stehen soll. Das gewählte Land ist mit mehreren Spielern im Team vertreten, das heißt, von der Nation sind dann mehrere Spieler einfach da und ich würde sagen, wir nehmen einfach mal was ein bisschen ausgefalleneres und nehmen Italien, gehen dann auch schon direkt weiter und dann kommen wir auch schon zur nächsten Auswahl. Oh, das kommt erst später. Okay, man muss nämlich dann natürlich auch Trikots und Wappen auswählen und das ist unser Starterteam. Das sind die ersten drei Goldspieler, die wir hier bekommen haben. Macarone, ganz okay die Werte, aber halt natürlich jetzt nicht wirklich gut. Poli, der hat solide Werte und dann noch Massiello mit 64 Tempo geht auf jeden Fall in Ordnung, aber diese Spieler werden wir sowieso nicht lange in unserem Team haben. Wir haben jetzt hier die Möglichkeit, einen Spieler zu tauschen und zwar werde ich einfach mal den Torwart tauschen und da einfach mal Manuel Neuer auswählen und den sozusagen jetzt ins Tor packen. 5 Spiele hat er dann eben sozusagen gut bei uns. Und ja, dann kommen wir jetzt auch eben zur vorher angesprochenen Trikotwahl. Der FC Bayern München ist hier im Start. AS Monaco sieht auch sehr, sehr interessant aus und das werde ich, denke ich, nicht nehmen. Ich nehme New York City FC, das sieht ganz interessant aus, das Trikot. Und dann gehen wir zum Auswärtstrikot und St. Gallen fällt mir hier auf jeden Fall ins Auge, das sticht mir ins Auge. Und deswegen nehmen wir das einfach mal. Hat eigentlich eine ganz coole Farbe und dann gehen wir auch schon direkt weiter und kommen hier ja zur Wappenauswahl und da fällt mir auch wieder eines ganz klar auf und das ist Brasilien, ja, brasilisches Wappen, brasilisches, alles klar. Ey, ihr müsst wissen, Leute, ich bin gerade richtig, richtig müde bei der Aufnahme, aber natürlich wollte ich brasilianisches Wappen sagen, ja, und das klicken wir hier an, drücken auf Weiter und somit haben wir unseren Verein komplettiert. Kann man das so sagen? Ich hoffe doch. Dann drücken wir hier auf Foot starten und dann haben wir hier unsere Treueprämien. Ich spiele seit 2012 FIFA und deswegen habe ich da ein bisschen was bekommen. Da geht es aber anscheinend nur um FIFA 17, sehe ich da gerade. Da steht nämlich, da du letztes Jahr FIFA Ultimate Team 17 gespielt hast, haben wir diese Objekte deinem Verein hinzugefügt. Okay, es geht anscheinend echt nur um FIFA 17. Das ist eigentlich ziemlich schade. Aber ja, da haben wir ein bisschen was bekommen. Das ist eigentlich eh ziemlich ähnlich wie bei allen anderen Leuten. Und dazu noch 250 Münzen Treuebonus, also das ist ein Tagesgeschenk und das wird jetzt die nächsten Tage immer wieder funktionieren. Das heißt, wenn ihr in die Web-App reingeht, jeden Tag bekommt ihr da eben jeden Tag ein Geschenk. Ja, da haben wir jetzt eben diese beiden Trikots, das ist jetzt nicht ganz so interessant, die packe ich natürlich in den Verein und dann öffnen wir unser allererstes Set in Ultimate Team. Die Packs sind leider nicht so gut, es sind zwar viele Packs, es sind 6 Stück, aber die Packs sind nicht gut. Letztes Jahr hat man, glaube ich, sogar ein 35k-Pack oder so bekommen und dieses Jahr ist es einfach nur geht es einfach nur um die Leistung in FIFA 17 und nicht um die Leistung in allen FIFA-Teilen. Das finde ich ein bisschen schade. Ich hoffe, ich vertue mich hier nicht, aber müsste eigentlich so sein. Dann öffnen wir einfach mal das erste FIFA 18 Pack und da haben wir Rogue drinnen. Spricht man wahrscheinlich ganz anders aus. Dazu noch Franrico McGuire, irgendwie so und Dos Santos. Nächstes Pack, vielleicht haben wir hier ein bisschen mehr Glück und einen seltenen Spieler, jawoll. Ja, immerhin einen seltenen. Ein Russe von Valencia. Kann ich nicht wirklich aussprechen, den Namen. Dann haben wir noch Schick im Pack, Santi Mina und dann auch noch Dawson. Dann öffnen wir jetzt mal so ein 5K-Set. Vielleicht haben wir da auch ein bisschen Packluck. Ah, den haben wir schon. Den haben wir schon. Den haben wir sogar in bei unseren Starterspielern dabei. Und jetzt haben wir den hier eben doppelt. Aber natürlich können wir den hier verkaufen und den anderen nicht. Deswegen werde ich den natürlich in den Verein packen. Beziehungsweise, wieso sollte ich ihn in den Verein packen? Ich werde ihn einfach natürlich verkaufen auf der Transferliste. So meinte ich das. Nächstes 5K-Pack erwartet uns mit Cagliardini. Ja, geht eigentlich in Ordnung. Von Inter Mailand. Und Roland, keine Ahnung, Jungs, ey, die Namen sind teilweise echt so kompliziert auszusprechen. Und das sind eigentlich auch schon die beiden, ja, einzigen Goldspieler in diesem Pack. Und 2 halbwegs gute Packs haben wir uns jetzt noch für den Schluss aufgehoben. Komm schon. Oh, Suso. 82er Rating und noch ein seltener Spieler namens Astori, ja. Suso, da würde mich interessieren, was der gute Mann wert ist. Wir gehen direkt hier auf den Preisvergleich drauf. Und ja, da wird auf jeden Fall schon so 700 geboten. Hier sogar 1500 und hier sogar 3000. Okay, sehr, sehr nice. Ach Gott, da wird natürlich nicht 3000 drauf geboten, sondern der Startpreis liegt bei 3000. Das ist halt alles echt auch neu für mich. Also dieses
Design und einfach der ganze Aufbau der Web-App ist halt wirklich ein bisschen anders. Aber mit Suso und Astori haben wir da auf jeden Fall zwei ganz gute Spieler gezogen. Und damit sind wir auch schon beim letzten Pack des heutigen Videos angelangt. Das öffnen wir hier und es ist nochmal ein 82er Goldspieler und zwar Akerbi. Ja, geht in Ordnung, würde ich mal sagen. Schauen wir mal, ob der irgendwas wert ist. Ja, 82er Rating geht in Ordnung, aber er hat halt natürlich auch jetzt nicht die krassesten Stats. 62 Tempo, das ist halt ein bisschen lasch. Das war so jetzt nicht gewollt. Ey Leute, ihr merkt schon einfach, ich bin komplett fehleranfällig gerade. Wie gesagt, ich bin einfach saumüde gerade. Ich habe die letzten Tage nicht so viel geschlafen. Und ja, dann schauen wir hier, was wir da jetzt für eine Mannschaft zusammenbekommen haben. Beziehungsweise welche Spieler wir jetzt insgesamt im Verein drinnen haben. Jo, das ist jetzt unser Verein. Ein 82er seltener Spieler. Und dann noch ein 81er und ein 79er. Dazu dann aber auch noch ein 82er Non-Rare Spieler. Und an sich eigentlich ganz interessante Karten. Leider jetzt irgendwie kein Packler gehabt. Aber bei diesen Packs muss man ehrlich sagen, ist das auch so gut wie unmöglich. Und was mir noch aufgefallen ist, die FIFA Points sind noch nicht übertragen. Aber wenn ich dann in FIFA 18 reingehe, sind sie natürlich da. Aber ja, in der Web-App leider noch nicht. Also ich habe gehofft, dass man da vielleicht in der Web-App dann schon Points hat. Ist leider nicht der Fall. Aber wenn ich mich dann in FIFA 18 einlogge, dann werde ich meine Points übertragen bekommen. Das heißt, wenn ihr noch Points auf eurem FIFA 17 Account oben habt, dann werden die übertragen auf FIFA 18. Aber erst, wenn ihr euch dann in der Konsole bzw. auf der Konsole in FIFA 18 einloggt. Okay Leute, das war's mit dem Video. Demnächst werden natürlich auch einige Trading-Tipps kommen rund um die Web-App. Ich werde da wirklich versuchen, coole Sachen für euch rauszusuchen, um euch da eben ein bisschen weiter zu helfen. Also lasst gerne mal einen Daumen nach oben da, falls euch das gefällt, falls ihr das sehen wollt. Und auch vielleicht sogar ein Abo, damit ihr eben die nächsten Trading-Tipps und so nicht verpasst. Das war's von meiner Seite aus. Vergesst nicht Leute, habt immer High Hopes und... Oh, hoppala.